wir haben irgendwie ja über alles so leichtherzig geredet. Das ist meins. Das teile ich mit meiner Schwester. Die sind richtig schön. Scheiß. Und sie hatte immer solche Ohrringe. Und auch so über Schwerthemen schon wieder irgendwie. Es ging aber so ganz leicht. Sie ist gestorben vor ein paar Jahren. Ist sie gestorben? Ja. Selbstmord. Sie hat Depressionen ihr ganzes Leben lang gehabt. Deswegen bin ich auch so offen mit, also ich weiß gar nicht, ob du weißt, ich habe chronische Depressionen. Chronische? Ja. Okay. Sie, glaube ich, weil sie viel älter war, war es für sie so ein Tabuthema, so drüber zu sprechen. Deswegen spreche ich da voll oft über Mental Health, weil das ist voll wichtig. Weißt du, wenn man da einfach offen drüber spricht, das heißt ja, dass man sich selber wichtig ist. Ja, aber mir geht's gut, ich bin nicht crazy. Ist schon einiges, was da auf Alissas Schultern lastet. Ich komm hier wirklich zu mich zurück irgendwie. Ja, aber das Gefühl habe ich auch. Und trotzdem strahlt sie so viel und trotzdem tritt sie mir gegenüber mit Energie und Offenheit. Und es ist absolut keine Selbstverständlichkeit. Ich will auf der Kerze noch. Okay. Kann man es aufklappen? Er gibt einem halt einfach nur so ein gutes Gefühl. Alissa wird cozy. Ja? Darf ich doch, oder? Ja, alles klar. Okay. Klar. Dass man, ja, sich sein darf. Merk, du fühlst dich wohl. Ich fühle mich sehr wohl. Und du? Ja, ich mich auch, ja. Okay, gut. Und dann grinst der immer so wie so ein Honigkuchenpferd. Lass so. Warum ich lache? Mhm. Wieso soll ich nicht lachen? Und dann habe ich mir gedacht, David, willst du noch mal Cheers machen? Cheers. Ja. Yeah. Komm. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Oh, Alissa, offensive. Nein. Alissa genießt richtig den Moment. Ja, musst du doch. Mhm. Das ist schön. Thunder only happens when it's raining. Players only love you when they're playing. Da sehen wir richtig an, die Zeit nutzen. Muss man ja, angeblich. Ich mag da nicht lang rumwarten. Also man merkt, der Moment ist da und jetzt soll ich dann irgendwie so da sitzen oder was? Nein, also rein geht's. Komm, wir rennen jetzt ganz schnell weg. 1, 2, 3. Alissa ist halt eine gestandene Frau, die sich nimmt, was sie will. Nee, ganz ehrlich, ich habe mir einfach nur gewünscht, dass wir mal reden. Damit ich dann sehen kann, ob da was ist oder nicht. In dem Moment habe ich dann schon gespürt, dass da auf jeden Fall was in der Luft liegt. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich glaube, da ist nichts. Ja, aber ich muss halt immer dran denken, dass meine Mama mich jetzt irgendwie beim Knutschen zuschauen wird im Fernsehen. Ich küsse dich gerne. Show it off, show it off, show it off. Hi Mom. Spinning my yellow dress. Give it up, give it up, give it up. Bei dir sehe ich immer Sternschnuppen. Ist das dir gewünscht? Feel it off, feel it off, feel it off. Schon in der Blumengang gerade. So wichtig bist du mir noch nicht. Nicht? Nein. Noch nicht. Vielleicht jetzt. Also, ich habe jetzt Sicherheit, aber ich weiß nicht, ob es einfach ein süßer Abend war oder ob da sich dann mehr entwickelt. Sehr schön, ich habe die Zeit sehr genossen. Ja. Aber für jetzt, ich bin sehr happy, ich bin sehr dankbar. Ich hatte das allerschönste Date. Mehr kann man nicht wollen. Also, vielen Dank. Danke dir auch. Es hat auf jeden Fall was auch in der Bindung zu Alissa gemacht heute. Ich mag die Alissa, die ich heute kennengelernt habe.